Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, eine faire Lastenverteilung der Kosten für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist für uns ein wichtiges Thema. Eine Wiederherstellung der paritätischen Beteiligung an den Beiträgen der gesetzlichen Krankenversicherung ist angezeigt. Sonst tragen ausschließlich die Versicherten die Last steigender Versicherungsbeiträge. Dabei ist paritätische Finanzierung ein hohes Gut, bei der die Finanzierung der Sozialversicherungen bereits 1951 in den Sozialversicherungen verankert worden sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Reihe gesetzlicher Änderungen haben dazu geführt, dass wir heutzutage wirklich überhaupt keine paritätische Finanzierung der Krankenversicherungen haben. Zuerst wurde 2015 auf 14,6% gesetzt. So gesehen ist der Arbeitgeberanteil 7,3 festgelegt. Aber mit diesen Änderungen haben die Kassen die Möglichkeit bekommen, wenn sie mit diesen Beiträgen nicht klarkommen, einfach die Beiträge, Zusatzbeiträge zu erheben. Und einige Krankenkassen haben entweder jetzt schon diese Zusatzbeiträge erhoben oder angekündigt, das zu machen. So gesehen ist es nicht gerecht, dass man diese Zusatzbeiträge einseitig die Versicherten belastet. Ohne diese Änderung wird es einseitige Finanzierungsbelastung in der Zukunft auch zunehmen, weil in kommenden Jahren wird es auch die Zusatzversicherungen, Zusatzbeiträge erhoben. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen rechnet mit einer Zusatzausgaben von bis 12 Milliarden Euro bis 2019. Und diese 12 Milliarden Euro müssen alleine die Versicherten tragen. Das ist ungerecht. Deswegen muss man wieder zu dieser paritätischen Finanzierung zurückgehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bereits mit dem Koalitionsvertrag in NRW haben die Grünen und SPD das Thema gerechte und solidarische Finanzierung der Krankenversicherung auf die Agenda gesetzt. Hierzu gehört neben der paritätischen Finanzierung auch die Weiterentwicklung der solidarischen Krankenversicherung und Pflegeversicherung in Richtung einer Bürgerversicherung. Die Landesregierung NRW hat deshalb folgerichtig die Forderungen nach einer fairen Lastenverteilung bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung längst aufgegriffen und hat gemeinsam mit anderen Bundesländern einen entsprechenden Entschließungsantrag vorgelegt, wie Kollegin Warten vorgetragen hat. Damit vollzieht die rot-grüne Landesregierung einen noch wesentlich weitergehenden und konsequenten Schritt, als es der Abgeordnete Schwert in seinem Antrag vorgeschlagen hat. Damit hat der Abgeordnete Schwert tatsächlich diese parlamentarische Initiative ist gut gemeint, aber auch überholt. Wir werden natürlich diese Bundesinitiative unserer Landesregierung unterstützen und in diese Richtung weitergehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.